So, Mord. Wir sind in Holland gelandet, um genau zu sagen, in Eindhoven. Du bist immer für eine Überraschung gut. Oder auch für zwei oder drei. Na egal, du bist wie ein Weihnachtskalender. Jeden Tag eine Überraschung. Naja, wie du schon eben sagtest, jeden Tag eine neue Überraschung. Also, mal sehen, was mein Organisierer so über Eindhoven sagt. Und was meint der Organisierer so? Also, hier gibt's Frankfurter Bier, Alter. Und hier wird Fußball groß geschrieben. Der berühmte Fußballverein ist PSV Eindhoven. Aha, naja, Fußball ist nicht so mein Ding. Die nennen ihr Team hier ja Oranje. Und Oranje, das klingt irgendwie wie Orange. Lecker. Aber schau mal, da vorne, da verkaufen die Frankfurter Bier. Da hol ich mir doch glatt mal eins. Was? Frankfurter Bier? Da hätten wir auch gar nicht nach Holland fahren müssen, um Frankfurter Bier zu trinken, Alter. Weißt du, was mir da auffällt? Dass dein linker Zeigefinger größer ist als dein rechter? Ja, das auch. Aber du, in Berlin bekommst du eigentlich alles. Berliner Plörbräu, Frankfurter Rotzbier, sogar Dresdner Stollen und so ein Kram. Und auch türkischen Döner. Ja, ey, das ist voll krass. Wenn du willst, kannst du in Berlin sogar Hamburger oder Thüringer Ostbratwurst bekommen. Berlin ist irgendwie voll Multikulti. Yes, so sieht's aus. Aber ich hätte nun übelst Lust auf einen Kaffee. Lenny, tat dir die Zugfahrt nicht gut? Oder ist irgendwas mit dir? Bist du krank? Wieso muss ich denn krank sein, wenn ich Lust auf einen Kaffee hab? Alk ist nicht alles. Außerdem brauche ich früh am Morgen einen guten Kaffee. Mit einem guten Schuss Rum. Ich dachte schon, du bist krank. Eventuell gibt's hier ja einen Kiosk, wo man sowas bekommen kann. Da, schau. Coffee Shop. Coffee, das ist Englisch und das heißt Kaffee. Auf Deutsch, oder? Meine ich doch zumindest. Ganz genau, Mr. Translator. Coffee heißt Kaffee. Aber frag mich nicht, wie man das nun schreibt. Ob mit E'n oder zwei E's. Das spielt doch absolut keine Rolle, wie man das schreibt. Das ist doch egal. Hauptsache, ich bekomme meinen Kaffee. Na dann lass uns mal rüber datteln. Schlecht. Ich kann kein Holländisch. Aber ich habe beim Discovery Channel gesehen, dass die Holländer gut Englisch können. Was? Du hast Discovery? Krass. Ist bei dir Wohlstand ausgebrochen? Nee, schwarz natürlich. Ach, das war mir schon klar, dass du deinen Kaffee schwarz trinkst. Aber ich meine den Discovery Channel da. Apropos, wo wir bei schwarz sind. Da drüben hängt so ein Automat. Sieht aus, als wenn ich mir da Zucker ziehen könnte. 2 Gramm Zucker, 10 Euro? Wow, krass, Lenny. Die Wirtschaftskrise in Holland hat die Inflation echt hochgetrieben. Irre. Quatsch, ich glotz Sky schwarz. Und auch Discovery hat den Decoder umgebaut. Und das mit der Wirtschaftskrise, von der habe ich keinen Schimmer. Das kam auf Discovery noch nicht. Coffee, please. Wow, echt genial. Also schaust du wirklich Sky schwarz? Heftig, das würde Jenny auch gefallen. Da könnte die sich bilden für die Schule und so. Apropos Jenny. Eben auf dem Weg zum Automaten ist mir ein Mädel über den Weg gelaufen. Die war meiner kleinen Jenny wie aus dem Gesicht geschnitten. Aber das war nicht Jenny. Wisst du, woran ich das erkannt habe? Nee, weiß ich nicht. Ich hab mein Hellseher-Urinstein zu Hause vergessen. Aber sag schon, woran hast du gemerkt, dass das nicht Jenny war? Naja, die Kleine hier hat sich 50 Gramm Zucker gezogen am Automaten. Und meine kleine Jenny kann Zucker absolut nicht leiden. Die mag das süße Zeug nicht. Für die ist das ein Graus. Aber egal, ich kipp mir nur meinen Zucker in meinen Kaffee und genieße. Jojo, mach du mal. Aber mach hinne, unser Train geht gleich. Nicht, dass wir noch rennen müssen nachher. Okay, lass uns los. Let's go, mein Bester. Boah, irgendwie voll heftig, der Kaffee hier. Siehst du auch die kleinen Zwerge hier? Und da schau, der Cannabis-Aufkleber. Das Blatt, das kommt voll auf mich zu. Geil. Hast du etwa wieder hintenrum nebenbei, ohne mich gesoffen? So eine Frechheit. Dafür gibst du mir gleich im Zug einen doppelten aus. Ausgeben? Okay, da bin ich dabei. Translator, Meter, wuha, alles anders hier. Ganz genau.